Hallo und herzlich willkommen bei den Minority Talks bei FUEN. Dies ist das neueste Projekt der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten, kurz FUEN. Mit der Initiative Minority Talks bei FUEN möchten wir eine Plattform schaffen, in der wir Kurzfilme, Dokumentarfilme und Beiträge präsentieren, die sich mit verschiedensten Aspekten rund um das Thema autochthone und nationale Minderheiten sowie Sprachgemeinschaften in Europa auseinandersetzen. In der heutigen Ausgabe der Minority Talks bei FUEN stellen wir Ihnen die zweite Folge unserer Kurzfilme Einblicke vor, welche sich dem Thema Bildung, Bildungssysteme der nationalen Minderheiten in der deutsch-dänischen Grenzregion beschäftigt. Und somit reisen wir zu den Nordfriesen. Neben mir sitzt Berengé Vogel, die Koordinatorin der FUEN-Arbeitsgemeinschaft Bildung. Und unsere weiteren Gäste werden wir online zuschalten. Liebe Berengé, herzlich willkommen. Erzähl uns mal kurz bitte, wie kam das zur Idee dieses Konzeptes? Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir heute das Kurzfilmprojekt im Rahmen der Minority Talks bei FUEN als erstes Thema vorstellen können. Im Herbst 2020 haben wir die Filme gedreht und als Koordinatorin der Arbeitsgemeinschaft Bildung habe ich das Kurzfilmprojekt mit dem Titel Einblicke in die Schuleinrichtungen der Minderheiten im Grenzland geleitet. Somit entstand das Filmprojekt der AG Bildung. Gedreht wurden 3 Filme an der friesisch-dänischen Grund- und Gemeinschaftsschule in Risum-Lindholm, an dem Deutschen Gymnasium für Nordschleswig in Appenrade, Dänemark und an der AP Möllerskolen in Schleswig. Vielen Dank. Und was werden wir heute uns ansehen? Ja, heute freuen wir uns, den zweiten Film mit dem Titel Einblicke Risumskole Risumschöll mit Ihnen zusammen anzuschauen. Und anschließend haben wir zum Fachgespräch Frau Lena Krützmacher, Landesfachberaterin für Friesisch am Institut für Qualitätsentwicklung an den Schulen Schleswig-Holsteins und Florian Lorenzen, Landrat im Kreis Nordfriesland, eingeladen. Moderiert wird die Diskussion heute von Olga Martens. Sie war Vizepräsidentin der FUEN und Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Bildung. Gemeinsam werden sie aktuelle Themen und Herausforderungen der Bildungssituation der Minderheiten im Grenzland besprechen. Danke dir, Berengé. Aber bevor wir das Gespräch starten, schauen wir zuerst den Film an. Risum in Risum-Lindholm und wir sind eine von 2 Schulen im Ort. Wir sind die dänisch-friesische Schule Risum-Skole, Risum-Schöll und dann gibt es auch noch eine deutsche Schule hier und man nennt Risum auch die Hochburg des Friesischen. Also das Risum-Lindholm ist tatsächlich ein friesisches Dorf. Zur Schulgeschichte kann man sagen, also wir wurden 1946 wurden wir gegründet. Also nächstes Jahr sind wir 75 Jahre alt. Das gab 3 Schulen, sogenannte Heimatschulen, in Nordfriesland vom dänischen Schulverein aus, die hier gegründet werden. Also der Name Heimatschule sagt halt, sie wollten auch das Friesische mit einbringen, sowohl wie das Dänische. Sollte nie zur Konkurrenz zum Deutschen stehen. Also alles miteinander verbinden. Man muss aber sagen, über die Jahre wurden es meistens eher typisch dänische Schulen, natürlich immer mit dem Fokus auch, weil sie in Deutschland sind, zum Deutschen, aber das Friesische wurde mehr und mehr vergessen. Wir sind von den Heimatschulen eigentlich die letzte übrig gebliebene, die wirklich eine Heimatschule geblieben ist. Und dadurch wurde es auch offizieller, dass hier wirklich Friesisch unterrichtet wird. Ansonsten war es immer nur, ihr macht das schon da an der Westküste, wenn ihr ein bisschen Friesisch macht, solange ihr das andere auch noch mit habt, ne? Das Dänisch. Man wurde irgendwie so ein Auge zugedrückt oder... Das kam dann mehr offizielle Rahmen in den 80ern. Seit 2003 heißt die Schule auch Risumskole, Risumschöll, also einmal der dänische Begriff, einmal der friesische Begriff. Vorher hieß es halt wie alle Schulen im dänischen System Risum-Danske Schule, also Risum-dänische Schule. Was wir jetzt zum Glück haben, ist, dass wir eine Wochenstunde für eine Lehrkraft von uns haben, die... so eine Art Friesisch-Konsulent ist im dänischen Schulverein. Es wurden gerade neue Lehrpläne gemacht für den dänischen Schulverein. Und da sind auch in
den Fächern, wo es relevant ist, wird auch friesische Kultur mit einbezogen. Also, ich bin Sophie, ich bin 14 Jahre alt, gehe in die 8. Klasse und ich bin Deutsche. Ich spreche immer Deutsch zu Hause mit meinen Eltern, meiner Schwester. Manchmal Dänisch, dann sage ich zu meiner Mama Moa anstatt Mama. Ist Angewohnheit irgendwie. Aber meine Mama versteht Dänisch, mein Papa nicht. Dänisch spreche ich eigentlich recht gut, weil schon 8, 9 Jahre spreche ich Dänisch und Englisch kann ich auch mittelgut, sag ich mal so. Friesisch kann ich verstehen, aber nicht ganz perfekt sprechen. In unserer Schule haben wir von der 1. bis zur 9. Klasse. Die anderen dänischen Schulen im dänischen Schulsystem, die gehen normalerweise nur bis zur 6. Klasse. Weil wir haben die Ausnahme, dass wir bis zur 9. Klasse haben dürfen, weil wir eben Friesisch haben und die weiterführenden Schulen das nicht haben. Wir haben 33 Schüler bei uns in diesem Jahr, eben verteilt von 1. bis 9. Klasse. Dieses Jahr haben wir keine 9. Klasse, also von 1. bis 8. Klasse. Und das ist eben klassenübergreifender Unterricht. Friesisch kann theoretisch an allen Schulen im dänischen Schulverein angeboten werden, solange eine Lehrkraft da ist und genug Schüler sich dafür melden. Aber es fehlen halt die Lehrkräfte, die das dann auch wirklich anbieten können und wollen. Und meistens steht das dann in Konkurrenz zu anderen Fächern, die dann also sowas wie, also es ist meistens nach der Schule irgendwas Sportliches oder was Kreatives. Dann sind die meisten nicht so, dass sie denken, oh ja, lass uns ein bisschen Friesisch Sprachunterricht zu machen. Da sind eher, also da müssen das schon sehr gute Lehrkräfte sein, die dann auch die Schüler überzeugen können. Und die Schulleitungen der dänischen Schulen müssten das auch voranbringen. Weil es ist sehr selten, dass dann wirklich aus dem Elternhaus die Forderung steht, wir möchten gern, dass mein Kind Friesisch hat, das ist die Möglichkeit. So, das passiert einfach nicht. Theoretisch ist es möglich, aber praktisch leider nicht. Schade ist es natürlich auch für unsere Schüler, dass sie dann, wenn sie hier fertig sind, nicht so viele Möglichkeiten fürs Friesische haben. Also Ausbildung berufstechnisch. Auch oft ziehen sie natürlich auch woanders hin. In München spricht man nun mal kein Friesisch. Und dann ist es besonders auch schwer, das Friesische beizubehalten. Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist Friesin. Und ich sehe mich selber als Friese. Ich spreche Deutsch, Norwegisch, Dänisch, Friesisch, Englisch. Zu Hause spreche ich Friesisch mit meiner Mutter und dann mit meinem Vater Deutsch. Ich würde gerne eine friesische Schule besuchen, aber es gibt keine, die bis zur 13. Klasse geht. Gehe ich auf eine dänische Schule dann wieder. Wir haben pro Jahrgang 2 Wochenstunden Friesisch, also von 1. bis 9. Klasse haben sie alle eine Doppelstunde Friesisch in der Woche. Darüber hinaus sind alle anderen Fächer ist immer personenabhängig. Wenn der Lehrer Friesisch kann, macht er zum Beispiel Friesisch. Wie bei mir, wenn ich Kunst unterrichte, wenn es möglich ist, mache ich das auf Friesisch. Es hängt natürlich auch immer vom Material ab. Ich habe auch Geschichtsunterricht. Da gibt es natürlich nicht so viele Geschichtsbücher auf Friesisch, die ich benutzen könnte. Und da Material selbst herzustellen, wäre auch etwas viel. Da ist es dann halt so, dass man natürlich die Bücher auf Dänisch hat und dann aber zum Beispiel, wenn man diskutiert oder andere Sachen bespricht, dass man das dann auf Friesisch macht. Und der Schulalltag in den Pausen und so weiter ist ganz, ganz viel auf Friesisch. Also bei uns gibt es sowohl den dänischen Kindergarten wie auch die dänisch-friesische Schule in dem Sinne. Also der Kindergarten ist an sich Dänisch, hat aber auch Friesisch. Also da ist einmal die Woche Friesischunterricht mit einer Lehrerin von uns, die dann einmal für 2 Stunden ungefähr rübergeht und Friesischunterricht macht mit den Kindern da drüben. So, ich bin Tora Karl und ich wohne hier in Risen, in Snokfrasch.
Ich bin seit über 25 Jahren Lehrerin und davon habe ich nur 2 Jahre an einer normalen, regulären deutschen Schule gearbeitet. Und danach bin ich dann sofort hier nach Riesum gekommen und seitdem bin ich hier. Und also der größte Unterschied ist eigentlich, dass die Klassen in sich, die Lerngruppen natürlich viel kleiner sind als an der deutschen Schule. Man muss zwar klassenübergreifend oft unterrichten, das ist der große Unterschied, aber die Lerngruppen in sich sind kleiner und deswegen kann man auch viel persönlicher arbeiten und viel mehr auf die einzelnen Kinder eingehen. Das macht mir eigentlich mehr Spaß. Ostern, Efter, Enlatsche, Club, die Jäger, ein Regier, Sigmenisse, Gaue, Fund, Histe, die Hase, Seng. Einmal wöchentlich komme ich hierher und spreche mit den Kindern Friesisch im Spielkreis. Wir singen dann zusammen und spielen. Ich lese Bilderbücher vor und machen alles auf Friesisch. Und die restliche Zeit in der Woche sprechen die Kinder Dänisch mit den anderen Pädagoginnen, die hier sind. Wenn ein Kind etwas nicht auf Dänisch ausdrücken kann, wird es natürlich auf Deutsch gesprochen. Und alle sprechen und verstehen auch Deutsch. Und dann wird natürlich reagiert. Wir sind in erster Linie natürlich Pädagogen und keine Sprachpropheten, die mit auf Teufel komm raus irgendeine Sprache jetzt durchboxen müssen. Also es geht erstmal darum, dass die Kinder sich wohlfühlen. Und ich denke mal, nur so lernt man auch eine Sprache richtig gut. Jede Sprache ist wertvoll, es ist ganz egal, von wie vielen sie gesprochen wird. Es schadet keinem Kind, mehr Sprachen zu sprechen. Und je mehr Sprachen, umso besser, finde ich. Mit jeder Sprache wird eine Tür geöffnet, neue Möglichkeiten geschaffen. Prinzipiell ist unsere Schule für jeden zugänglich, solange man den Sprachen gegenüber offen ist. Wenn man sich natürlich, also der normale Gang ist natürlich über den Kindergarten und dann zur Schule und im Kindergarten oder auch bei uns, meldet man sich in der dänischen System quasi an als Teil der Minderheit. Und das muss man natürlich bewusst wollen. Also man muss schon offen sein der dänischen und der friesischen Sprache gegenüber. Aber ansonsten, wir verschließen uns vor keinem. Also jeder, der das gerne möchte, das darf auch gerne zu uns kommen. Wir werden finanziert natürlich durch den dänischen Schulverein und der wird finanziert aus Dänemark und aus Deutschland. Im Jahr müssen die Eltern einen Beitrag von 25 bis 35 Euro bezahlen. Das ist aber Materialgeld. Die Schule hat natürlich eine gute Zusammenarbeit mit dem Fries für Ining, mit dem Friesenverein quasi. Und auch mit dem Jugendverein Röckeflose. Und wir versuchen uns da gegenseitig zu unterstützen, auch wenn Projekte anstehen oder Festlichkeiten. Ja, Best Practice oder schlechte Erfahrung. Die Schule hat eigentlich eine Tradition dafür, dass sie Austausch auch mit den Westfriesen und Schulen in Westfriesland hat, also in den Niederlanden. Dass man da hinfährt, weil das ist natürlich auch die friesische Minderheit und es ist für unsere Schüler interessant, um zu sehen, okay, das ist ganz anders, das ist eine viel größere Minderheit als wir, aber ursprünglich kommen wir da auch her, welche Zusammenhänge gibt es. Also das ist schon super für die Schüler, das einfach hautnah zu erleben. Wir haben auch schon mal andere Minderheiten besucht, das ist auch, also gibt so viel, weil sie einfach mal merken, okay, wir sind nicht die Einzigen in dieser Situation, es gibt noch mehr und man kann es vergleichen.
Guten Tag und herzlich willkommen im virtuellen Raum der FUEN, Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten. Wir sind hier gemeinsam mit Frau Lena Grützmacher und Herrn Florian Lorenzen und führen das Gespräch zur Bildungssituation der friesischen Volksgruppe. Bevor wir das Gespräch beginnen, wollte ich kurz für diejenigen, die mit der FUEN noch nicht bekannt sind, unsere Organisation kurz vorstellen. Die FUEN ist ein Zusammenschluss von Verbänden seit 1949 und zurzeit vereinigt sie über knapp 100 Verbände von über 30 europäischer Staaten. Und meist sind wir, die nationalen Minderheiten in der FUEN, so zusammengeschlossen, dass wir Arbeitsgemeinschaften haben, Arbeitsgruppen, die nach nationalem Prinzip sich konstituieren. Also es gibt eine Arbeitsgemeinschaft der deutschen Minderheiten, der slawischen Minderheiten, der türkischen Minderheiten. Es gibt eine Non-Kind-State-Arbeitsgemeinschaft. Ich glaube, dazu gehören auch die Friesen. Und dann gibt es eine Arbeitsgemeinschaft, eine Arbeitsgruppe, die übergreifend ist. Nicht nach einem nationalen Prinzip gebildet, sondern es gibt das Schwerpunktthema Bildung. Und diese Arbeitsgemeinschaft Bildung ist sehr heterogen aufgebaut. Da sind fast alle Minderheiten vertreten. Und die Ziele dieser Gruppe sind, die Bildungssituation der nationalen Minderheiten zu verbessern und die Bestpraxis auszutauschen. So entstand auch die Idee, Filme zu drehen über die Bildung der jeweiligen Minderheiten. Und heute haben wir einen neuen Film gesehen, der Film über die Bildungssituation und das Bildungssystem der friesischen Volksgruppe. Und darüber werden wir heute auch gleich ins Gespräch gehen, in eine kleine Diskussionsrunde mit Frau Lena Grützmacher. Sie sind die Landesfachberaterin für Friesisch beim Institut für Qualitätsentwicklung an den Schulen in Deutschland, ja, in Deutschland, nicht in Dänemark, in Deutschland. In Schleswig-Holstein. Ja. Was ist denn das friesische Volk von sich, also die friesische Volksgruppe? Das ist ein Volk, wahrscheinlich ein kleines Volk. Wie viele Leute sprechen überhaupt Friesisch und sprechen die Leute noch Friesisch? Frau Grützmacher, also wir wissen, dass die Sprache das Wichtigste ist für die Identitätsbewahrung und für die Identitätsvermittlung. Wie kann man bei solch einem kleinen Volk die Kultur, die Sprache weiter produzieren, weitergeben? Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sprechen darf. Die friesische Sprache ist ja eine nordgermanische Sprache, die in Nordfriesland gesprochen wird, genauso wie in Ostfriesland, dort nur noch im Saterland und in Westfriesland, in den Niederlanden. Und das Nordfriesische wiederum ist keine einheitliche Sprache, sondern gliedert sich in verschiedene Dialekte. Wir haben keine aktuellen Zahlen, Sprecherzahlen des Friesischen, sondern die letzten Zahlen, die erhoben wurden, sind schon über 100 Jahre alt. Damals sprach man von etwa 10.000 Friesischsprechern. Man geht davon aus, dass von Schätzungen aus, dass heutzutage, dass es noch etwa 5.000 Nordsprecher des Nordfriesischen gibt, über alle Dialekte verteilt. Aber wie gesagt, die Sprecherzahlen sind nicht gesichert. Genau. Da wir keine Hochsprache, also keine Standardsprache haben, gibt es auch nur bedingt eine friesische Identität. Also insbesondere auf den friesischen Inseln, auf den nordfriesischen Inseln, ist es so, dass es auch in den jeweiligen Dialekten für Friesisch kein Wort für Friesisch gibt. Also das Führerfriesische in der Eigenbezeichnung Fering, was frei übersetzt so viel wie Föhringisch heißen würde, da steckt ja der Name Föhr drin, ne? Das bedeutet, das Wort Friesisch taucht überhaupt gar nicht auf und es gibt eben nur ein Kunstwort, aber es gibt kein Wort in den einzelnen Dialekten, also weder im Sylterfriesischen, noch im Föhrerfriesischen, noch im Amrumafriesischen und auch nicht im Helgolandsfriesischen, was einfach Friesisch heißt. Sodass man sagen muss, dass dort die lokale Identität die maßgebliche Identität ist, die dort vermittelt wird. Also jemand, der auf Föhr lebt, ist in erster Linie Föhrer und erst danach kommen weitere Identitäten hinzu, da kann das Nordfriesische natürlich eine Rolle spielen.
Auf dem Festland wiederum ist die Situation anders. Dort heißt die Eigenbezeichnung der verschiedenen friesischen Dialekte auch jeweils Friesisch übersetzt in den verschiedenen Varianten. Und dort haben wir so etwas wie eine gesamtnordfriesische Identität. Aber auf dem Festland sind die Sprecherzahlen des Friesischen so weit zurückgegangen, dass die nordfriesische Identität nicht mehr an die Sprache gekoppelt ist. Also es kann sich auch jemand voll und ganz Nordfriese fühlen, der einfach nur Hochdeutsch spricht. Oder wir haben bei uns ja auch die Regionalsprache Niederdeutsch, die gesprochen wird. Auch ein Niederdeutschsprecher wird sich voll und ganz als Nordfriese fühlen, ohne dass er die friesische Sprache spricht. Von daher ist eben die Identitätsvermittlung, nochmal zusammenfassend gesagt, auf den Inseln herrscht die lokale Identität vor und auf dem Festland die nordfriesische, die eher aber eine geografische Identität ist als eine sprachliche. Herr Lorenzen, Sie sind ein Kommunalpolitiker. Sie kommen nicht aus dem Bildungsbereich. Sie sind auch der Landrat des Kreises Nordfriesland. So wie ich da gelesen habe, Sie sind auch einer der jüngsten Kommunallandräte in Deutschland. Und als junger Mann aus der Politik, der so einen Kreis leitet, wie können Sie so eine kleine Volksgruppe unterstützen? Erst einmal einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Es stimmt, ich bin noch relativ jung. Aber was Frau Kurzmacher gerade gesagt hat, das trifft den Kern, auch wenn leider die friesisch sprechenden Teile unserer Bevölkerung nicht mehr werden, sondern höchstens konstant sind, müssen wir, glaube ich, unterscheiden zwischen den Sprechern und den Menschen hier bei uns in der Bevölkerung, die sich als Friesen, als Nordfriesen fühlen. Ich kann für mich ganz offen sagen, ich fühle mich als Nordfriese und habe auch diese Identität bei mir verinnerlicht. Was wir tun können, das ist, glaube ich, in mehrere Bereiche zu gliedern. Wir haben bei uns im Kreistag, das ist das Selbstverwaltungsorgan, was wir haben, ein großes Interesse daran, die Minderheiten bei uns zu fördern und immer wieder Forderungen zu erheben an die zuständigen Ebenen. Uns ist es im Bildungsbereich das Land Schleswig-Holstein, um die Sprachen, die Minderheitensprachen eben hier auch besser zu fördern und die Rahmenbedingungen zu verbessern. Das ist ein Bestandteil, den wir machen können. Überdies hat bei uns die Selbstverwaltung jetzt gerade gesagt, wir wollen noch mehr Gewicht in die Minderheitensprachen legen und hat eine Arbeitsgruppe gegründet, wo alle Fraktionen vertreten sind, wo speziell nur die Themen der Minderheiten noch mehr Gewicht bekommen sollen und regelmäßig in ungefähr einem Monat zum Rhythmus sich die Parteien dazu austauschen und dann gebündelt mit diesen Forderungen, die dort erarbeitet werden, an die zuständigen Ministerien zu gehen, um unseren Minderheiten hier noch mehr Gewicht zu geben. Traditionell und grundsätzlich kann ich sagen, dass die Minderheiten hier bei uns im Kreis Nordfriesland eine hohe Bedeutung haben, auch für uns als Kommunalpolitiker. Wir sind regelmäßig bei den Jahreshauptversammlungen und bei den Treffen der Minderheiten, um uns wirklich auch die Sorgen und Nöte anzuhören und sie dann bestmöglich aufzubreiten. Vielen Dank. Das bedeutet aber, dass wenn Sie jetzt, Sie haben angesprochen den Kreisrat, die Selbstverwaltung und Sie gehen auch an die Ministerien, das bedeutet auch, dass das Land Schleswig-Holstein oder der Bund Deutschland die Bildungseinrichtungen unterstützt. Habe ich richtig, ja. Habe ich das richtig verstanden? Also das Land Schleswig-Holstein ist in Schleswig-Holstein auch komplett für die Bildungspolitik verantwortlich und zuständig. Wir als kommunale Gebietskörperschaft haben aber die Möglichkeiten, unsere Anregungen zum Ministerium abzugeben. Das haben wir vor kurzem auch gemacht. Es gibt den sogenannten Handlungsplan Sprachenpolitik. Der wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Und da haben wir hier aus der Region gebündelt unsere Forderung aufgegriffen und dann platziert beim Land Schleswig-Holstein, um die Rahmenbedingungen unserer Minderheitensprachen zu verbessern, um besseres und mehr Lehrmaterial auch zu erstellen und dafür auch die Kapazitäten zu schaffen, auch eine höhere Anerkennung
der Minderheitensprachen in den Lehrplänen hinzubekommen. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir immer wieder den Finger auch in die Anführungsstrichen Wunde legen, um nicht leise zu werden, sondern laut zu bleiben und immer wieder darauf zu dringen, dass dieses wichtige Thema im Fokus bleibt und es kontinuierlich zu Verbesserungen dann kommen soll. Sie haben eben, danke, Sie haben eben über konstante Zahlen gesprochen, also dass sich die Zahl nicht vermehrt der Sprechenden, sondern konstant bleibt. Und da stelle ich mir gleich die Frage, also ein kleines Volk ohne einem, so gesagt, Mutterland, gehört ja auch zu Nonking State, die friesische Sprache ist keine Weltsprache. Wie gewinnt man überhaupt Eltern oder Kinder, junge Leute, Friesisch zu lernen? Also wie kann man das, welche Instrumente benutzen Sie, um die Sprache jetzt so attraktiv zu machen? Ja, darauf antworte ich, denke ich mal. Das ist einfach, man muss guten Unterricht machen, man muss gute Angebote machen. Friesischunterricht setzt ja in den Grundschulen ein. Und da hat man den Vorteil, dass das vielfach noch lehrergebunden ist. Also dass die Kinder sehr nach ihren Lehrern auswählen, ob sie etwas freiwillig machen oder nicht. Sodass die Kinder auch bereit sind, wenn zum Beispiel die Klassenlehrerin oder die Friesischlehrerin besonders guten Unterricht macht, auch länger zu bleiben und am Vormittag Friesischunterricht teilzunehmen. Also vielfach sind es tatsächlich die Lehrer, die durch ihr Engagement ein unglaubliches, eine Motivation bewirken bei den Schülerinnen und Schülern, eben am Friesischunterricht teilzunehmen. In den Kernregionen, wo Friesisch noch stark gesprochen wird, das ist vor allen Dingen die Insel Föhr und auf dem Festland das Dorf Risum-Lindholm, dort haben wir auch andere Systeme. Dort ist es generell auch in den Schulkonzepten so verankert, dass dort der Friesischunterricht eine sehr große Rolle spielt, sodass da die Schülerzahlen im Durchschnitt viel höher sind, die am Friesischunterricht teilnehmen, als an anderen Schulstandorten. Aber das heißt auch nicht nur Vertreter der friesischen Volksgruppe, sondern auch der Mehrheitsbevölkerung. Genau. Sie haben jetzt mehrmals die Stärken des Lehrers angesprochen. Und wo bildet man Lehrer für Friesisch aus? Ja, Friesischlehrer wir haben zwei Universitäten im Land, wo die ausgebildet werden. Das ist an der Universität Flensburg. Kann man im Rahmen des Deutschstudiums sich in den Schwerpunkt Friesisch belegen? Und im Rahmen des Masterstudiums, zusätzlich als Ergänzung zum Masterstudium kann man noch Kurse Friesisch belegen. Und wenn man das dann abschließt, sozusagen den Schwerpunkt im Bachelor und diese zusätzlichen Stundenaufwand im Ergänzung zum Master, dann kann man den Zertifikatskurs Friesisch an der Universität Flensburg erwerben. Zusätzlich kann man an der Universität Kiel, also in Flensburg werden die Grundschullehrer ausgebildet, Grund- und Gemeinschaftsschullehrer. An der Universität Kiel werden die Lehrer fürs Gymnasium ausgebildet. Dort kann man Friesisch als Ergänzungsfach zusätzlich zu seinem normalen Lehramtsstudium studieren. Und dann bekommt man das. Am IQSH erfolgt die praktische Ausbildung. Wir sind ja für die Lehrerausbildung im praktischen Teil zuständig, also das, was das Referendariat immer so genannt wird. Das ist auch ein zusätzlicher Kurs. Das kann man belegen, entweder parallel zu dem Referendariat in seinen zwei Fächern oder im Anschluss an das Referendariat als Weiterbildung. Friesischlehrer kann man also nur werden, wenn man etwas zusätzlich leistet. Man braucht genau hier haben wir als Kreis Nordfriesland auch angesetzt, als es darum ging, unsere Stellungnahme abzugeben. Wir sind der Überzeugung, dass es eben extrem attraktiv sein muss, dass man diese Zusatzkurse belegt, also dass das auch im Rahmen des Studiums honoriert wird.
Nur wenn das gelingt, werden wir viele Lehrkräfte haben, diese Qualifikation haben. Nur wenn wir viele Lehrkräfte haben, die diese Zusatzqualifikation haben, in den Schulen, die hier auch vor Ort sind, kann überhaupt das Angebot geschaffen werden, dass man dann Eltern sagt, dass ihre Kinder hier die Möglichkeit haben, unsere Sprache zu lernen. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Stellungnahme, dass hier die Rahmenbedingungen verbessert werden, dass dann auch ein ausreichendes Angebot in den Schulen, die in Friesland vorhanden ist. Und wie erzielt man dieses reichhaltige Angebot für die Eltern und für die Schulen? Also wie viele Lehrer überhaupt, kann man so, gibt es so eine Dimension, können Sie uns mal sagen, wie viele Lehrer gibt es überhaupt für Friesisch? Oder wie viele Schulen, wie viele Lehrer? Genau. Aktuell wird an 13 Schulen in Kreis Nordfriesland Friesisch unterrichtet. Davon sind 10 Schulen im deutschen Schulsystem und 3 dänische Schulen. Außerdem sind also von diesen 13 Schulen sind 10 Schulen reine Grundschulen. 2 Schulen sind eine Kombination von Grundschule und Gemeinschaftsschule und eine ist eine Kombination aus Gymnasium und Gemeinschaftsschule. An diesen Schulen unterrichten in diesem Schuljahr 22 Lehrkräfte. Es sind noch 4, 5 Lehrkräfte an anderen Schulen vorhanden, die die Ausbildung zur Friesisch-Lehrkraft haben, die aber aus verschiedenen Gründen im aktuellen Schuljahr keinen Friesisch-Unterricht erteilen. Das bedeutet aber, dass die friesischen Schulen sind ein Teil von deutschen Schulen und dänischen Schulen? Nein, es gibt keine friesischen Schulen. Also Friesisch-Unterricht wird erteilt an den regulären deutschen Schulen und an den Schulen an einzelnen Schulen des dänischen Schulvereins. Bedeutet das, dass man auch diese beiden es gibt ja diese Abschlüsse Dänisch und Deutsch und dann bedeutet das, dass die friesischen Kinder auch das beide machen können? Der Abschluss in der dänischen Schule, der ist ja auch nach Dänemark gerichtet, nicht nur nach dem deutschen Schulsystem, auch nach dem dänischen. Sie haben gesagt, 3 Schulen, wo Friesisch unterrichtet ist, wird liegen in den dänischen Schulen, sind angesiedelt in den dänischen Schulen. Haben die dann auch so einen Schulabschluss für beide Länder? Da kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Ich bin ja für die deutschen Schulen zuständig. Mhm. Versuche natürlich alles, was über das dänische Schulsystem dort an Friesischunterricht läuft, mit zu koordinieren, damit wir Friesischlehrer als Gemeinschaft auftreten und auch gesamt zusammen stärker sind. Denn der Friesischunterricht ist für ein Kind egal, ob ein Kind an einer dänischen oder an einer deutschen Schule Friesisch lernt. Hauptsache, es lernt überhaupt Dänisch. Friesisch. Aber dann heißt es, wir haben ja im Film, wir haben ja uns den schönen Film angeschaut. Und da war ich sehr fasziniert, wo die jungen Leute sagen, ich spreche Norwegisch, ich spreche Dänisch, ich spreche Deutsch, ich spreche Friesisch, ich spreche Englisch. Wie kann man in dieser Mehrsprachigkeit überhaupt funktionieren, noch mit einer kleinen friesischen Sprache? Aber es funktioniert, anscheinend funktioniert das, weil im Film ist es alles sehr schön. Es müsste doch aber auch Probleme geben, Frau Grützmacher. Also es müsste doch Probleme geben. Naja, man muss ja vorweg erstmal sagen, dass der Film ja eine Sondersituation zeigt. Es zeigt eben die Rissumschöll, die dänisch-friesische Schule, die sich das Friesische ganz besonders auf die Fahne geschrieben hat und die auch in dieser friesischsprachigen Tradition gegründet wurde. Als die Schule gegründet wurde, waren fast alle Kinder gehörten der friesischen Volksgruppe an. Das ist auch heutzutage nicht mehr so. Aber von 4 von 5 Lehrkräften dort sind friesischsprachig. Das ist eine Besonderheit. Und man kann eben auch bis zur 9. Klasse Friesisch lernen. Es gibt insgesamt ja von den 13 Schulen, hatte ich ja angedeutet, gibt es nur 3 Schulen, wo man überhaupt ab der 5. Klasse, das heißt ab der weiterführenden Schule, noch Friesischunterricht lernen kann. Der Regelfall im deutschen Schulsystem, aber auch an den anderen beiden dänischen Schulen, sieht so aus, dass nach der Grundschule Schluss ist mit dem Friesischunterricht. Und das ist zum Beispiel eine Schwierigkeit, mit der wir kämpfen. In der Grundschule sind die Schüler noch vielfach bereit, etwas länger zu bleiben und am Friesischunterricht teilzunehmen. Denn das Friesische ist ja kein Regelunterricht. Der findet freiwillig statt und ist auch ein Zusatzangebot. Und ab der weiterführenden Schule sind die Stundenpläne meistens so
voll. Die sind von der ersten bis zur sechsten Stunde, 30 Stunden die Woche. Und dann müssen, wenn freiwillig zusätzlicher Unterricht stattfindet, dann liegt er häufig in der siebten oder achten Stunde. Das birgt dann gewisse Probleme. Zum einen haben die Mitschüler haben dann Schluss und dann kann ich mich entscheiden, bleibe ich jetzt noch freiwillig länger, um Friesisch zu lernen, oder fahre ich nach Hause und habe Feierabend. Die an Friesisch interessierten Schüler kommen ja auch häufig aus Dörfern. Das heißt, auch die Verkehrsinfrastruktur ist ein Problem. Zum Beispiel bei unserer Schule fahren die Züge nach der achten Stunde, aber nicht nach der siebten Stunde. Das heißt, wenn ich mich für die Teilnahme an der Friesisch-AG entscheiden würde, dann müsste ich danach noch eine Stunde Leerlauf warten. Und das ist eben an mehreren Schulen auch die Schwierigkeit. Deswegen haben wir zum Beispiel an einigen Gemeinschaftsschulen jetzt auch noch Lehrkräfte, die theoretisch Friesisch-Unterricht anbieten könnten, aber die Kurse sind oder die AGs sind nicht zustande gekommen. Friesisch ist immer, das hatte ich ja eben auch angedeutet, ein Mehraufwand für die Schülerinnen und Schüler, genauso wie in der Lehrerausbildung eben auch für die Lehrerinnen und Lehrer. Das gilt nicht für die Lehrerinnen und Lehrer, die Friesisch an den Schulen unterrichten. Da können sie das als ihre normalen Stunden abrechnen. Aber wenn man erstmal Friesisch-Lehrer werden möchte oder eben als Schüler Friesisch lernen möchte, dann muss man einen Mehraufwand leisten. Das ist Mehraufwand. Und wenn wir über den Mehrwert sprechen, was wäre dann der Mehrwert? Auch für die Mehrheitsbevölkerung. Also wenn du jetzt mit der friesischen Kultur aufwächst, die friesische Sprache lernst, was ist der Mehrwert für, zum Beispiel für jemanden, der auch nicht dem friesischen Volk sich zugehörig fühlt? Ja, wir hatten das Thema Identität ja ganz am Anfang schon angesprochen. Die Sprache gehört einfach zur Gegend und zur Region, die gehört hierzu. Und die Schüler lernen an den Schulen, also zumindest im deutschen Schulsystem, haben sie alle möglichen Sprachen, die sie lernen. Als erstes kommt dort Englisch dazu und dann hat man meistens die Möglichkeit zwischen Französisch und Latein, später häufig noch Spanisch dazu. Das sind so die Standard-Fremdsprachen im System. Aber man muss ganz klar sagen, warum in die Ferne schweifen? Auch die Sprache der Region, also das Friesische, gehört dazu. Und häufig ist das ja bei Kindern auch noch die Sprache, die in der Familie eine Tradition hatte, muss man sagen. In vielen Fällen findet man noch zumindest auf einer Seite Eltern, die irgendwie mit dem Friesischen in Berührung kamen. In der Elterngeneration ist das inzwischen leider überwiegend ausgestorben, aber es gibt eben noch einzelne muttersprachliche Kinder in den Schulen. Sie haben gesprochen darüber, dass man die Sprache und die Kultur der Friesen immer präsenter macht. So jetzt, wenn wir jetzt die Pandemiesituation ausschließen, wo wir uns nicht treffen können, so im Landkreis vor der Pandemie, werden da extra kulturelle Veranstaltungen geplant und die in der friesischen Sprache ablaufen? Oder gibt es da irgendwelche Angebote für die gemeinsame Bevölkerung im Landkreis, die wirklich auf die friesische Volksgruppe gezielt sind, auf die Kultur, auf die Sprache? Also wie ist das Leben bei Ihnen im Landkreis mit der friesischen Kultur für alle? Wie sieht es aus? Also gibt es da friesische Feste für alle? Wie kann man das sich vorstellen? Also die friesische Kultur bereichert unser Leben allgemein. Vielleicht einmal als pauschale Antwort vorweg. Es gibt hier friesische Theaterstücke, auch wenn ich selber die friesische Sprache nicht spreche, genieße ich es immer, wenn ich da bin und kann auch aus Englisch, Niederdeutsch und Hochdeutsch wir einen Großteil des Theaterstückes ableiten. Das ist ein großer Mehrwert für uns alle. Es gibt auch mehrsprachige Filmprojekte, die hier jetzt umgesetzt worden sind im Kreisgebiet. Ein Highlight der friesischen Minderheit, unserer Minderheit, ist natürlich die Tradition des Biegebrennens, wo dann auch wirklich die Feuerreden auf Friesisch gehalten werden. Also es ist schon lebendig. Ich muss ganz offen sagen,
Ich freue mich sehr darauf, wenn jetzt die Pandemie hoffentlich bald hinter uns liegt, dass wir all das wieder begehen können, um unsere friesische Minderheit auch wieder mehr in den Fokus, mehr in den Vordergrund heben zu können, da wo sie eigentlich hingehört und da wo wir ja auch ansetzen wollen, es zu stärken. Ja, auf schulischer Ebene erfolgt eine ganz enge Verzahnung zwischen dem Friesischunterricht und den örtlichen Friesenvereinen oder den Heimatvereinen vor Ort, sodass auch wenn die entsprechende kulturelle Feste machen, die Schulen mit einbinden oder extra Varianten für Kinder machen. Also ein Beispiel dafür ist die auf dem Festland stattfindende Bjarnewieke. Das ist ein Kinderwiekebrennen, das immer für die Kindergärten und Schulen auf dem Festland stattfindet und organisiert wird. Weil die natürlich beim Abendwieke brennen, können ja nur die älteren Kinder dabei sein, weil die nicht so lange aufbleiben dürfen, die kleineren. So macht man also vormittags gemeinsam mit den örtlichen Friesenvereinen ein Wiekebrennen speziell für die Schülerinnen und Schüler. Und ähnlich ist das mit anderen Traditionen, die eben auf den Inseln typisch sind. Denn jede Insel hat ja ihre eigenen Traditionen. Die werden dort eben auch mit den Schulen gemeinsam veranstaltet. Und selbstverständlich nimmt dann die ganze Schule auch daran teil, nicht nur die friesischsprachigen Kinder. Ist sehr beeindruckend, was Sie jetzt sagen. Also Theaterstücke, Filmprojekte, das heißt, es gibt genügend Leute, junge Leute, was mich auch immer gewundert hat. Bei so einem kleinen Volk gibt es genügend junge Leute, die Theaterstücke auf Friesisch spielen können oder Filmprojekte machen können. Also ich habe hier zu Hause auch, ich muss mich auch ein bisschen jetzt ein bisschen stolz sagen, ich habe zu Hause auch eine Musik-CD von einem Friesen geschenkt bekommen, die ich auch immer wieder mich anhöre. Und dann kenne ich auch so eine ganz junge Sängerin, glaube ich, Norma Schulz heißt sie. Sie ist eine Liedermacherin und singt Friesisch. Und da gibt es noch andere junge Leute, die ich kenne, die so dichten, in der friesischen Sprache dichten. Das heißt, das Niveau erlaubt es, Lieder zu machen, Theater zu spielen, also das Niveau der Sprachkenntnisse. Das ist aus meiner Sicht was ganz Besonderes bei dem friesischen Volk. Und von daher, ich verstehe schon von den Problemen, die Sie angesprochen haben, aber doch von der Seite, also von einem Außensteher, so wie ich oder viele von meinen Kollegen, bewundern wir die Situation der Friesen, weil ihr die Sprache doch bewahrt, kennt, sprecht, entwickelt und ganz nachhaltig mit der Sprache umgeht. Also von daher möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für dieses Gespräch auch heute. Und ich glaube, dass dieses Gespräch viele unserer kleineren Minderheiten auch motivieren wird, weil natürlich geht es den Minderheiten viel leichter, die ein Mutterland hinter sich stehen haben. Ich gehöre zu deutschen Minderheiten in Russland und ich verstehe, dass ich eine Unterstützung habe von der Bundesregierung. Aber immer interessant ist, es gibt mehrere Völker, die auch ohne ein Mutterland sind und auch in einer ganz kleineren Gruppe zusammenleben. Von daher sind Sie trotz der ganzen Problematik, die Sie auch geworfen haben, ein Muster für viele. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch heute. Gerne. Haben Sie noch was auf dem Herzen, was Sie an unsere Zuschauer noch mitteilen möchten? Ja, vielleicht drei Sätze. Vielen Dank für das wertschätzende Schlusswort, was Sie gerade gesprochen haben. Aber was wir immer wieder merken, ist natürlich, dass unsere Minderheit vom ehrenamtlichen Engagement lebt, der vielen Vereine, die sie privat in ihrer Freizeit eben einbringen, um unsere Sprache, um unsere Kultur zu erhalten, unsere Identität zu stärken. Aber auch, weil Sie es gerade angesprochen haben, die hohe Qualität der Sprache, dass wir sogar auf Friesisch singen können, Theaterstücke produziert werden. Das liegt natürlich auch an den Institutionen, die das hauptberuflich machen. Ich nenne hier stellvertretend einmal das Nordfriesen-Institut oder auch für die Fering-Stiftung, also
Da haben wir starke Partner an unserer Seite, die wir überhaupt brauchen, um unsere Sprache, Identität eben auch weiter in die Zukunft zu tragen und sie weiter zu bewahren. Und da bin ich sehr dankbar dafür und ich freue mich auf die Zeit nach Corona, wenn wir diese Dankbarkeit dann eben auch in Präsenz wieder vor Ort ausdrücken können. Ja, auch ich würde gerne noch etwas ergänzen zu dieser Dankbarkeit und zu dem Engagement. Also wir haben ja eben schon mehrfach gleich zu Beginn auch die Friesischlehrer angesprochen und es sind eben häufig dieselben Akteure, die morgens in der Schule Friesisch unterrichten, die nachmittags die Jugendgruppen in den friesischen Vereinen leiten oder die Theatergruppen oder die eben tolle Theaterstücke gerade mal eben nebenbei übersetzen. Denn das gibt es ja alles nicht auf Friesisch, sondern das muss entweder übersetzt oder sich selbst ausgedacht werden. Egal, ob es sich um Lieder oder um Theaterstücke handelt. Und es wäre schön und wünschenswert, wenn Friesisch immer nicht als einen Spaß nebenbei betrachtet wird. Also was ich vorhin sagte, mit Friesisch ist immer ein Mehraufwand und wird dann immer häufig belächelt und in eine Freiwilligkeitsschiene geschoben. Es wäre eben sehr schön, wenn das eben auch entsprechend honoriert würde und Lehrkräfte zum Beispiel, wenn sie Material für den Friesischunterricht selbst entwickeln, denn das müssen sie ja letztendlich, passiert das alles in Eigenarbeit oder eben Material oder Stücke schreiben, wenn das alles auf etwas professioneller unterstützt werden könnte. Das wäre mein Wunsch, damit dieses Engagement bleibt und auch in der nächsten Generation so fortgeführt werden kann, damit unsere Sprache noch lange lebt. Vielen Dank. Und am Ende unseres Gesprächs, also ich hoffe mir nur, dass wir als FUEN-Arbeitsgruppe Bildung mal auch zu Ihnen kommen und da oben bei Ihnen im Norddeutschland eine Sitzung der Gruppe machen. Danke. Ich lade Sie recht herzlich ein zum Digibrenn 2022. Vielleicht passt es ja, wir haben kurz danach auch eine Friesisch-Konferenz. Da wird es ja wahrscheinlich auch ganz wunderbar passen, wenn Sie dann dabei wären und hautnah hier miterleben können, wie wir hier miteinander diskutieren und gute Lösungen hoffentlich für unsere Minderheitensprachen entwickeln. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an unsere Gäste für das informative Gespräch. Schön, dass Sie dabei waren und uns mehr Informationen zu diesem Thema geben konnten. Und die nächste Folge von Minority Talks wird sich mit dem Bildungssystem der dänischen Minderheiten in Deutschland befassen. Wir würden uns sehr freuen, Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Auf bald!